Hallo und herzlich willkommen zu WoT Live mit dem Silverland, der Kekshelden und Mu. Hallo. Hallo. So, wir fahren mal wieder eine Runde Typ 59, weil warum nicht? Weil er mich ärgern möchte. Ja, Silverland mag ihn nämlich nicht. Ich finde ihn immer noch super, aber er war wirklich mal besser. Wir haben ihn ganz schön tot genervt. Keks, kommst du mit uns? Ja, ich wollte nur die Lori vorbeilassen. Ja, Typ 59 gibt es ja nicht mehr im Shop erhältlich, ist wohl der meistbegehrte Panzer in World of Tanks. Völlig zu Unrecht. Ja. Aber er ist halt... Ein Kumpel von mir spielt nicht mehr WoT, aber er löscht seinen Account und nicht, weil der Typ 59 drin ist. Tja, da kann man immer noch ordentlich mit Kohle machen. Ich bin hinter der Mauer aufgegangen. Ich bin nicht aufgegangen. Ja, warum Typ 59? Weil es einfach mal ein Premium ist mit angepasstem Matchmaking, relativ gut gepanzert, relativ mobil, gute Kanone und es ist halt einfach ein Medium. Medium Premium. Davon gibt es ja nicht viele. Jedenfalls nicht auf Tier 8. Auf Tier 8, ja. Der Super Pershing, der ist aber Quatsch. Also ich mag ihn, ich liebe ihn, aber er ist halt kein Medium. So, und das größte Problem ist, sonst gibt es nicht viel. Es gibt noch den blöden Panther. Der ist auch nicht mal so schlecht, aber er hat halt kein angepasstes Matchmaking. So, wir nehmen uns jetzt hier den WZ. Nehmen ihn raus. Immer die Front zum Gegner. Da kommt er nämlich nicht so schnell durch. Oh, der schafft es natürlich. Danke. Jetzt die doofe Arti. Guckt in meine Richtung. Ich schieße natürlich irgendwo sonst wohin. Kein Problem, mache ich. Schöner Schuss. Ja, allerdings. Wollte ich auch gerade machen. Aber jetzt haben wir noch ein T-44. Ich bounce natürlich. Dahinter kommt noch ein T-34. Alles zurück, ey. Da schwede ich auch hier ab. Ich würde sagen, wir schauen über die Schienen wieder zurück. Ja, das wäre eine gute Idee. Kommt auch noch ein Objekt 704. Au, und es trifft mich. Oh. Fuck. Nix wie weg hier. Boah, Glück gehabt. Am Heck gebounced. Das passiert nicht häufig. Weil der IS-6 auf mich gewartet hat, ey. Ich glaube, ich versuche aber mal mit unseren Heavys zusammen hier was zu machen. Ja, die stehen nämlich irgendwie alle in ihrer Basis und ich bin hier hinten aufgegangen. Okay, das ist interessant. Aber gut, keine Arti mehr im Game. Ups, die Dinger kann man nicht kaputt fahren. Vorsicht, Keks, nicht an die Front, da steht alles. Ich will nur zu unserer Lorraine. Lass ruhig den T30 ein bisschen was machen. Ist der IS-6 noch da? Nein, der ist tot. Sehr gut, dann kann ich der hinterherfahren. Ja, wir haben nicht mehr viel HP, ihr seht's. Also, wir haben genau zwei Bouncer kassiert. Einmal vom WZ und einmal vom Tiger 2, der uns hätte umbringen sollen. Das gibt uns einen Spartaner, wenn wir das Gefecht überleben. Aber es geht halt wirklich alles durch den Typen durch. Aber er ist immer noch sehr mobil und mir gefällt er, weil er einfach Spaß macht. Das ist halt ein Medium. Und das gefällt mir. Also ich mache kaum Schaden, aber ich töte. Ups. Das ist super. Nein, kein Interesse. Kein Interesse, Objekt. Kein Interesse. Und WZ auch nicht. Nein, danke. Und der Typ ist leider etwas ungenau. Das nervt ein bisschen. So, Keks ist tot. Wer ich glaube, die haben dich nicht gehört. So. Ja, aber wir gewinnen. Das ist die Hauptsache. Und ich habe es überlebt. Hätte ich nie gedacht. Weil Silver da nur mit so einem kleinen Kratzer. Ich weiß nicht, was du gerammt hast. Aber T54. Ja. Und ich habe halt wieder alles abgekriegt, ne? Das ist so typisch. Ja, ich habe mich katzengleich zwischen den Granaten gemogelt. Und ich habe die Fliegenklatsche kassiert. Aber richtig, blödes Objekt, da hat mich ja voll erwischt. Macht aber nichts, wir sehen gleich noch eine weitere Runde mit dem Typ 59. Oh, wieder irgendeine Mission erwischt. Okay, von mir aus. So, Missionen interessieren mich derzeit überhaupt nicht.
Hallo. Hallo. So, da wir gestern einen unglaublich schlechten Tag hatten und das Video eben war von gestern, haben wir es heute nochmal versucht, eine Typ 50-Runde aufzunehmen, in der ich nicht gleich in den ersten 30 Sekunden platze. Ja, es soll vorkommen. Es ging so schlecht, dass ich dann sogar mit einem Panzer ertrunken bin. Ach, naja. Mit was war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube Fury. Ja, Fury. Es war Fischerbucht im Dorf. In der Stadt. Da lief es richtig mies. Da muss man sich vorstellen, man steht hinter einem Tiger 1, einem T29. Beide interessieren sich nicht für einen Fury. Man rammt den Tiger aus Versehen und fällt ins Wasser und ertrinkt. Also gestern lief es nicht gut. So. Das Lustige war, dass er nicht den Kill gekriegt hat. Ja, Gott sei Dank. So, wir haben hier keine Arti, deswegen wir können hier frei schalten und walten, wie wir wollen. Genau, das machen wir jetzt auch. Erster Kill. So. Insgesamt ist das aber nicht der präziseste Panzer, das muss man dazu sagen. Und hier steht ein CDC und will auf mich schießen. Schnell anwinkeln. Ist gebounced. Sehr schön. Vorsicht, die sind ja alle eingeaimt. Mhm. Wollten alle ein Stückchen Mu. Das können wir nicht zulassen. Deswegen fahre ich jetzt zum Silver. Hasenkeule, nom nom nom. Oh, Silver legt sich hier gleich mit irgendwas an. Ich rieche das schon. Ich rieche das. Oh. Ja, dann habt mal viel Spaß, Jungs, ne? Ich war eigentlich darauf, dass ein Challenger vorkommt, aber... Naja, der kommt kann, nicht vor. Nee, der kann halt ohne vorzukommen auf irgendwas hinter mir schießen. IS-3 kriegen wir... Nee, die kriegen wir nicht. Oh Gott, hier links. Zurück, 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 zurück. Wir haben hier nicht nur ein IS-3, wir haben hier zwei IS-3 und noch irgendwas. T-150. Komm mal ein bisschen zurück. Die sollen mal kommen. Weil wir haben hier hinten noch ein IS-3 bei uns. Und die sammeln sich hier gerade. Guck dir das an. Vielleicht kann ich hier rechts noch wirken. Sieht nicht gut aus. Doch, da. Leute, IS-3 ist vorgekommen. Aus. T-150. Ich hab ihn getrackt. Toll, er schießt mit Gold. So, winkeln wir uns mal ein bisschen an. Danke. Ich habe keine Ahnung, ob ich den jetzt getroffen habe, weil ich die Chinesen nicht verstehe. ja, ne? Was hast du denn da? Keks zurück. Nix. Nix. Ich hab ja nix. Ich fahr mal wieder. Hier ist drei unten kommt. Kann aber nicht auf mich wirken. Auf mich kann er auch nicht schießen. Der obere kann aber auf mich. Nee, kann er auch nicht. So, wir müssen hier irgendwie mal ausbrechen. Ich habe so das Gefühl, dass das hier nicht mehr lange gut geht. Oh, danke IS-3, du. Machen wir denn hier? War das eben der Lux oder war das der KV-2? Na egal, der Lux ist weg. So. Ich glaube, der KV-2 hat gerade auf mich geschossen. Ja, ich glaube nämlich auch. Cap. So, und ich greife jetzt oben den IS-3 an. Das wird hier nämlich langweilig. So, 5 Sekunden kann ich wieder schießen. Au! Drecks KV-2! KV-13 ist... getrackt. Den komme ich nicht mehr. Und der fackelt ab. Egal. Kill secure. Hauptsache ist weg. Na, Shield hier, da kommst du nicht durch. Aber der VK macht mir jetzt Sorgen. Macht aber nichts. Wir fahren hier mal kurz rum. Geben ihn eine. Ziehen uns wieder zurück. Kriegen eine vom Challenger. Ah. Ja, bleib du auf dem Challenger, ich bleib auf den IS-3. Okay, ich hab bloß ein bisschen Schiss, was hinter mir abgeht. IS-3 kommt rum auf der anderen Seite, oder? Nee, wirklich. Dieser Challenger, der fängt an zu nerven. Ich schieße halt auf den VK. Der IS-3 streckt seinen Hintern raus, sodass ich drauf schießen kann, nur dass ich auch nur seinen Turm sehe. Oh, IS-3 jetzt von rechts, links. So. Danke. Dann holen wir uns nochmal den VK hier vorne. Oder du machst das. Hab ja schon 4 Kills. So, lieber IS-3, in welche Richtung guckst du denn? Nicht in meine. Das ist gut, das gefällt mir. Bleib da. Na, no, jetzt dreht er sich zu mir. Unser IS-3 ist einfach nur nutzlos. Das ist grandios. Keks, wie geht's dir da drüben? Gut.
Oh, der ist dann Geschichte. Ah, KV2. Oh, zurück und helfen. Ich hasse KV2s. Ja, daneben. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was ab. Ja, das ist deiner, wenn du willst. Oh, so. Falsche Seite vom Berg. Silver, du kannst jetzt mal hier rechts den IS-3 angreifen. Schon unterwegs. Bleib aber nicht vors Rohr, ja? Mhm. Der will, kommt mich auf dich zu. Ja, Silver wird gleich einen Arsonisten kriegen. So, One Shot. Wer will, wer hat noch nicht. Ich musste leider schießen, weil er sonst den Silver den angekratzt hat. Aber gut, war eine schöne Runde. 5 Kills nochmal zum Abschluss. Ich hatte nicht die Mission mit dem Abfackeln drin. Mist. Ja. Na, egal. Ja, hättest du mir das mit den 5 Kills gesagt, hätte ich ihn dir überlassen. Ich habe das selber erst mitbekommen. Ich hab's erst mitbekommen, als ich schon soweit war. Ja. Gut, 2724 Schaden, Silverlane mit 3500, Keks mit 2200. Ich glaube, es steht außer Frage, wer hier gerade das Gefecht gewonnen hat. Weil unser IS-3, ich sag ja nutzlos, mit 0 Damage. Ja, das war's erstmal zum Typ 59 für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.